So, Leute, wieder da von dem Päuschen. Milotic mit Choice Bags. Ice Beam kann das killen. Also ich habe vielleicht gedacht, vielleicht rüste ich einfach eine Beere aus, die ein bisschen heilt. Weißt du, also damit ich eben zwei Runden überlebe. Nee, das reicht gar nicht, weil ich gar nicht in den Bereich komme, wo die Beere aktiviert, ne? Bei 25%, den Bereich treffe ich gar nicht. Ice Gem. Für einen Einmal-Boost. Ja, wie viel boostet das? Lohnt es sich vielleicht, wenn man einfach ein Nevermelt-Eis trägt? Ich weiß nicht. 50%. Ich habe, glaube ich, 40% abgezogen mit dem ersten Schuss. Damit würde ich auf 60 und 40 kommen. Das ist grenzwertig. Es könnte klappen, es könnte schief gehen. Ja, Damien wird ein Problem. Oder Damon. Damon, nicht Damien. Damien, Sohn des Satans. Deshalb ist er ein Rassist. Sohn des Satans. Oder sollten wir vielleicht einfach ein anderes Pokémon nehmen? Ich weiß es nicht. Oder ein bisschen vielleicht hier die Werte verbessern? Mit ein paar Bären zum Beispiel Attack runtersetzen. Ja, da müssten wir EV trainieren gehen. Der ist ja komplett EV untrainiert, ne? Einfach nur durch die Story gezogen. Ja, ich bin beim Ice Gem nicht sicher, ob der reicht. Ich bin der Meinung, unser Ice Beam hat 40% abgezogen. Und es würde theoretisch reichen, wenn man dann einmal 60 und einmal 40 macht. Aber wenn du Pech hast, macht er halt einmal 60 und einmal 39. Oder einmal 59 und einmal 40, weißt du? Zuerst machen. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der vielleicht erst ein bisschen später auftaucht. Ich kenne die Sequenz hier nicht. Wir können ja auch noch mal in die Liste gucken, aber vielleicht ein anderes. Ob wir vielleicht ein besseres Pokémon dafür haben. Problem mit Typhlosion wird sein, dass er nicht schnell genug ist für manche bestimmt. Schackel wäre eine Option, theoretisch. Aber bei Schackel habe ich Angst, dass der einfach von drei Airflashes oder sowas permaflinched wird. Ach stimmt, ja, Magic Guard, genau. Wir haben gar nicht überprüft, ob er wirklich Magic Guard hat. Es wäre nicht schlecht gewesen, das zu wissen. Wenn das gar kein Magic Guard hat. Ja, der hat Live Orb Recall bekommen, ja. Dann hätten wir es vergiften können. Aber wären wir dann stark genug gewesen, mit Recover uns gegenzuheilen? Nee, ne, weil er über 50% Schaden gemacht hat. Ist eigentlich auch nicht wirklich eine Option dann. Wenn der über 50% macht. Ein Flinch. Ne, er ist schneller. Und kann flinchen. Hm.
Wollen wir das mit dem Eis probieren? Oh, ich muss noch mal so viel ablaufen, das ist eigentlich voll schlimm. Ach so, erstmal wieder registrieren. Ist auch die Frage, wenn wir wie viel Schaden haben wir eigentlich dem Serpi voll gemacht? Mit Eisbeam. Wäre Eisschad oder nee, Eisgem vielleicht bei dem Serpi voll eine Option? 40%. Das war halt schneller, ne? Ja. Das Problem ist, es wird darauf hinauslaufen, dass der fünfte Kampf immer Damon sein wird. Der fünfte Kampf wird immer Damon sein. Das heißt, wir brauchen irgendwas, um ihn zu besiegen. Die anderen, da kann man so ein bisschen hin und her gucken, schauen, wer gerade gewonnen hat und vielleicht ein bisschen Glück haben und so. Die waren jetzt alle nicht so brutal. Bis auf den alten Mann, wo wir ein bisschen Pech hatten. Das erste Mal und dann super Glück beim zweiten Mal. Aber Damon ist das große Problem. Probieren wir es einfach und versuchen es mit dem Ice Gem. Gibt es eigentlich auch Bären, die EV direkt hochsetzen, dass man nicht selber trainieren gehen muss? Also ich weiß, es gibt Bären, die können was runtersetzen. Ne? Ich könnte jetzt zum Beispiel hier ein paar Punkte aus Attack rausnehmen, die völlig sinnlos sind. Weil ich die ja nicht absichtlich gelevelt habe. Ach so, das stimmt, die Vitamine. Würde es vielleicht Sinn machen, wenn ich jetzt ein paar Punkte mal fix aus Attack rausnehme und dafür in Defense reinsetze? Dann bräuchte ich, glaube ich, Eisen. Also Iron. Für den Deathstat. Defense. Und ich weiß gar nicht, welche Bäre. Ach so, nur bis 100 oder so. Ach Mist. Na dann, Wayne. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Da freut sich der Xela, ne? Wie er mir beim Verlieren zugucken kann. Bist du morgen wieder dabei bei der Frankensource Challenge? Ich hau morgen noch mehr von den Power Drops rein. Bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, die Reihenfolge ist. Also, wenn ich immer mit der gleichen Reihenfolge starte, dann scheint doch immer wieder genau das Gleiche zu passieren. Also, die ist immer automatisch besiegt, wenn ich den zuerst mache. Also, ich denke, es gibt da schon so eine gewisse Logik dazu, dass wenn A passiert, dann passiert auch immer direkt B.
kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt schon dreimal hintereinander die als zweites anquatschen und die hat einfach keine Punkte mehr. Das ist einfach nur Zufall. Merkwürdig. Weiß ich gar nicht mehr, wo wir zuerst sind. Rechte Seite waren wir auf jeden Fall zuerst, aber welche Trainer hatten wir denn da? Ich glaube, hier links war der leichte, genau. Nee, weiter oben links. Weiter oben links. Der aus Einall. Genau. Bei dem können wir problemlos zwei. Achso, der ist diesmal schon besiegt. Ist wohl doch nicht immer gleich. Doch nicht immer. Ist jetzt die Frage, versuchen wir den alten Mann nochmal oder wollen wir den diesmal auslassen? Der war grenzwertig. Weiß nicht, ob vielleicht eine andere besser ist. Die hat nicht mehr. Also ich hatte mir jetzt dieses Turnier ehrlich gesagt nicht so schwer vorgestellt. Da ist der Discord-Mod. Und hier ist der alte Mann. Hat er Punkte? Ja, er hat Punkte. Ja, einfach wieder Glück haben, genau. Einfach wieder Glück haben, los geht's. Verlier doch nicht. Fuck. Schon wieder verloren. Ich hab schon wieder verloren. Nein, dieses Turnier macht mich fertig. Wenn ich denn jetzt verbrenne, dann killt er mich ja trotzdem, ne? Wenn ich recovere, dann bringt mir das auch nichts. Kritte doch einfach. Okay, los, wir machen Crit. Alter Schwede, dieses scheiß Turnier macht mich kaputt. Der Revan ist also eigentlich auch kein guter Gegner. Wir hatten wirklich übelst Glück gehabt gegen den das zweite Mal. Ich hab sowas aber nicht. Ich kann ja nicht nehmen, was ich nicht habe. Da müssten wir dann erstmal was fangen gehen, EV trainieren, leveln. Und das wollte ich erst alles machen, wenn ich die Höhle freigeschaltet habe, die Azuria City Höhle. Die wir eigentlich schon vor ein paar Tagen machen wollten. Aber sich jetzt irgendwie immer verschiebt durch weitere andere Quests. Nee. Nee. Es muss schon mit einem eigenen Pokémon sein. Was bringt denn das Spiel durchzuspielen, wenn du es mit fremden Pokémon durchspielst? Nee, also das mache ich nicht. Ja. Shuckle. Also ich weiß nicht. Ich glaube, das Shuckle wird nicht viel bringen.
Du willst mich bloß verarschen. Aber weiß ich nicht. Bei einem Büffel könnte das Schacke vielleicht wirklich was bringen. Aber ich kann einfach nicht sehen, wie das Schacke Damon besiegen soll, weil es halt zu Tode geflincht wird. Oh, das erste Mal, dass die nicht besiegt ist, gleich am Anfang. Ich will jetzt mal den Text nochmal sehen. Erwarte nicht, dass dieser Kampf einfach wird. Wie viele Punkte möchtest du einsetzen? Oh, ja, den Kampf sollten wir doch schaffen, oder? Hätte mich das Vieh jetzt eingefroren, wäre ich ausgerastet. Ja, eine Eiswaffel. Passt zum Sommer, nicht wahr? Wobei es die letzten paar Tage gar nicht mehr so warm ist. Also bei uns zumindest war jetzt eine richtig schöne Hitzewelle. Für, nur ja, eine halbe Woche oder so. Und jetzt auf einmal ist es wieder irgendwie alles verschwunden. Keine Ahnung. Du scheinst doch ein sehr erfahrener Trainer zu sein, doch trotz deines Alters. Zwei haben wir. Jetzt geht der Mist wieder los. Ah, wenn das nicht alles so weit auseinander wäre. Einfach nur wie in der Pokémon-Liga machen, alle irgendwie in Räume hintereinander stellen oder zumindest irgendwie alle in einen großen Raum stellen und dann treten die sich gegenüber. Man sieht vielleicht auch gleich, wie die anderen kämpfen. Dass da vielleicht so einer ansagt, so, jetzt kämpft Döskopp gegen den und den. Und wird auch angesagt, die und die kämpfen gegeneinander. Dann kriegst du das Ergebnis gesagt von ihrem Kampf und so. Das wäre cool. Aber die ganze Zeit hier hin und her? Bewegung ist gesund. Nein! Ich bewege mich doch nicht. Ja, nee, aber ich finde es ein bisschen blöd, dass man hier so viel hin und her reißen muss. Vor allem, wenn man so viel verliert wie ich. Ich hoffe, der hat Punkte. Der war so leicht. Ich will aber nicht gegen Revan. Also der wirklich ein schlechtes Matchup. Wir könnten auch theoretisch einfach zu jemand anderem gehen, ne? Wir sind ja erst zwei Kämpfe drin. Also irgendjemand hat ja bestimmt noch Punkte. Ich geh mal gucken, ob er Punkte hat. Auf der Feuerinsel waren, glaube ich, noch zwei oder drei Leute. Der hat schon keine Punkte mehr. Okay, super. Ich hätte ihn wahrscheinlich auch rausgelassen. Das heißt, wir gehen zur Feuerseite rüber. Wenn der vielleicht sogar ein Feuer-Pokémon hat, dann sollte das, denke ich, doch ein relativ gutes Matchup sein. Also gegen einen Milotic, ein Feuer-Pokémon. Nur macht mir der Damon halt wirklich Sorgen. Ich weiß nicht, ob das Eis-Item ausreichen wird.
Hier, Mannes Junior. Der hat auch nichts mehr. Dann stand hier, glaube ich, noch eine alte Dame. Und der Typ, Tatsuki. Juanita. Hallo, ich bin Juanita, Damons Mutter. Nein, du hast Schuld an dem Ganzen. Du hast Schuld. Das ist dein dummer Traum, der ihn zum Rassisten gemacht hat. Hallo, ich bin Juanita, Damons Mutter, Mutter aller Rassisten. Ich bin geehrt genug, dass mein Sohn den Dunkelstein entdeckt hat. Aber ich möchte auch gerne mein Glück versuchen und sehen, ob ich dieses Turnier gewinnen kann. Für mein Volk! Ich möchte nicht, dass Damon all diese Lasten alleine trägt. Er möchte meinen Traum realisieren. Er möchte doch immerhin meinen Traum realisieren. Ich möchte ihm dabei eine Hand reichen. Welche Hand? Die linke oder die rechte? Und das ist also dein Traum, ja? Du bist also... So sieht eine Rassistin aus, Leute. So sieht eine Rassistin aus. Ich kann nur einen Punkt einsetzen. Okay, weil die nur einen hat, oder was? Dann machen wir das. Lass uns kämpfen. Nein! Das ist auch noch shiny? Bodengeist. Also ihr meint, ich soll einfach nur Wasser machen? Und da ich schneller bin, sollte ich es eigentlich in zwei Moves besiegen, oder? Er vergiftet mich. Okay, wir haben's. Das war jetzt echt voll einfach. Ich schätze, ich bin nicht stark genug. Aber ich glaube, dass eins meiner Kinder definitiv gewinnen wird. Alter. Das war jetzt Kampf Nummer 3. Dann müsste ja der hier Kampf Nummer 4 sein und dann Dame und Kampf Nummer 5. Nein, meine Pokémon. Oh. Wer hat denn dann überhaupt noch Pokémon? Oder Punkte? Wer hat denn dann überhaupt noch Punkte außer Damon? Haben wir einen übersehen? Aber Damon ist doch der fünfte. Wir waren doch jetzt erst bei 3 Gegnern, oder? Wir waren bei dem Stoutland, also dem Bisbark. Dann waren wir das allererste Mal diese Runde bei der mit dem Eis-Pokémon, das Vanille-Eis. Dann sind wir hochgegangen zu dem ich weiß, wer noch Punkte hat. Fuck! Serpifeuer hat noch Punkte. Serpifeuer hat noch Punkte. Wir waren Bisbark, Eiscreme. Dann waren wir bei dem Unova-Typ, der hatte keine Punkte mehr. Revan hatte keine Punkte mehr. Dann gab es noch so ein Mädchen in der Nähe von Revan, das hatte keine Punkte mehr. Hier waren wir jetzt auf der Insel. Da hatte... Tatsuki hat keine Punkte. Juanita haben wir besiegt, das war unser dritter Kampf. Ne? Der einzige Trainer, der noch übrig ist, der hatte auch keine Punkte mehr. Der einzige Trainer, der noch übrig ist, ist das Mädel mit dem Serpifeu. Und dann kommt Damon. Du meinst, wenn wir gegen das Serpifeu nur einen Punkt einsetzen?
Ich muss dann hinterher trotzdem gegen sehr viel voll kämpfen, aber ich kann da nur einen Punkt einsetzen. Das ist richtig. Ich kann theoretisch einfach nur einen Punkt einsetzen und dann haben wir trotzdem gewonnen. Ja, dann gehen wir mal jetzt zu Damen. Weil wir müssen 5 Kämpfe machen, das ist die Regel. Wir müssen alle Punkte haben oder nach 5 Kämpfen die meisten Punkte haben. Damon ist Kampf Nummer 4. Wenn wir da jetzt 4 Punkte holen oder 5 Punkte holen oder irgendwie sowas, dann können wir absichtlich bei Serpifeu verlieren. Aber nur einen Punkt einsetzen. So könnten wir das machen. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob auf Damons Insel noch irgendwo ein anderer Trainer ist. Wir sind sie gar nicht komplett abgelaufen. Vielleicht gibt es da 2. Kannst auch beim Scoreboard schauen. Theoretisch. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Machen wir das mal. Ich bin der Meinung, müsste... Wenn auf der Insel beim Damon nicht noch ein anderer Spieler steht, oder Kämpfer steht, dann müsste eigentlich die Dame hier die letzte sein, die noch Punkte hat. Döskop 5, Carlita 3, Damon 4. Wir könnten jetzt 4 Punkte von Damon holen. Carlita ist die mit dem Serpifeu. Oder? Ne, Moment. Die ist doch anders, oder? Marco! Wer ist Carlita? Es könnte sein, Es könnte sein, dass auf der Eisinsel noch ein Kämpfer ist. Das ist Glazine. Hast recht, ich könnte absichtlich gegen Damon verlieren. Einfach nur einen Punkt reinsetzen. Ich weiß aber nicht, was Carlita hat. Vielleicht hat die was noch Schlimmeres. Ich vermute mal, sie ist oben auf der Eisinsel irgendwo. Also diese Quest. Weiß nicht, also die macht ein bisschen Spaß, aber ist auch ein bisschen verrückt. Dann ist es aber der vierte Kampf. Meinst du, ich soll vielleicht zweimal gegen sie kämpfen? Und dann kann man immer... Ja, ne? Wenn er gut läuft, nochmal gegen sie. Wenn es nicht gut lief, kann ich alles riskieren und nochmal zu Damon gehen mit dem Ice Gem. Das ist eine gute Taktik. Jetzt müssen wir bloß diese Carlita finden. Da. Ich wusste doch irgendwo auf der Eisinsel. Also, wir haben 5 Punkte, glaube ich. Oder 4, irgendwie sowas. Carlita hatte, glaube ich, 3 und Damon hatte auch 4 oder 5, irgendwie sowas, ne? Hallo, ich bin Carlita, ein Drachentrainer. Mein Bruder Damon war derjenige, der den Dunkelstein gefunden hat. Also werde ich diejenige sein, die ihn für sich ihn schnappt. Ja, also theoretisch. Wir gehen nur mit einem Punkt rein erstmal, oder? Um sicher zu gehen. Und dann machen wir sie einfach nochmal mit 2 Punkten. Und dann haben wir ja 8 Punkte. Und er hat, glaube ich, 4 oder so. Das Dracheflug?
das? Ist das? Ah, dunkel. Sache Unlicht. Schade. Das, ich hätte so gelacht, wenn das jetzt eine Vierfachschwäche gewesen wäre. Aber trotzdem Eisstrahl, würde ich mal sagen. Oh, bitte, 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 komm. Oh, er ist schneller. Die hat einen Dark Gem. Und gekrittet. Hätte die nicht gekrittet? Ja, hast recht, ne? Also wir machen die jetzt noch mal. Gehen mit voller Punktzahl rein. Haben ja jetzt keine andere Wahl mehr, oder? Müssen da jetzt mit voller Punktzahl reingehen. Lustigerweise nach dem Kampf, ja. Wir hatten 5. Die hatte, glaube ich, 3. Und Damon hatte 4. Nach dem Kampf haben wir 4, 4, 4. Dark Pulse kann aber auch flinchen, ja. Das ist der Mist. Das ist voll riskant, ey. Oh Mann, oh Mann. Soll ich vielleicht auch mit einem Ice Gem reingehen? Bringt das hier was, um auf Nummer sicher zu gehen? Oder doch lieber die Recovery nehmen. Wir müssen 3 Angriffe überleben, ne? Der erste wird stark, da recovern wir. Der zweite wird dann nicht mehr so stark. Da machen wir Ice Beam. Und der dritte hoffentlich eh auch nicht so stark. Ice Beam. Beziehungsweise wir könnten ja sogar nach dem dritten, wir könnten quasi Recover machen. Ice Beam, Recover, Ice Beam. Auch so, ne? Ich weiß nicht, ob der einfacher ist. Wir wissen nicht, ob der Schaden reichen wird. Weil du hast ja nicht immer garantiert den gleichen Schaden. Letztes Mal habe ich 40% gemacht. Was ist, wenn ich dieses Mal 39% mache? Also ich lasse es so, wie es ist. Mit Leftovers. Wir gehen mit Recover rein. Ice Beam, Recover, Ice Beam. Immer, immer vollladen. Und wir gehen volle Punktzahl rein. Müssen wir jetzt. Die hat 4, wir haben 4 und Damon hat 4. Alle haben gerade gleich. Glaube ich, ja. Aber wir haben dann schon 5 Kämpfe abgeschlossen. Nach 5 Kämpfen ist es vorbei. Gibt keinen 6. Hat er zumindest so gesagt, der Chef. Also, du hast gewonnen, wenn du entweder alle Punkte eingesammelt hast, die es gibt, und kein anderer mehr hat Punkte, oder wenn das nach dem 5. Kampf immer noch nicht der Fall ist, dann hat der gewonnen, der die höchsten Punkte hat. Und das ist der 5. Kampf. Danach wird der Sieger entschieden. Unglaublich, wie viel das abgezogen hat, ne? Soll ich jetzt nochmal recovern? Nee, ne?
1,5% PS Plus. Also jetzt würde ich einen Ice Beam machen. Weil je öfter ich recover, desto öfter hat er die Chance, auf mich zu flinchen. Okay. Jetzt mache ich einen Recover. Fuck, ich habe ihn nicht 50% abgezogen. Nein! Kennt ihr dieses, ich glaube, das war noch 90er Jahre Video von diesem kleinen Kind, was übelst ausrastet. Ich will jetzt Counter-Strike spielen und die Tastatur. Ich glaube, da schlägt er sogar noch gegen den Bildschirm oder sowas. So fühle ich mich gerade ein bisschen. Alter. Das ist unglaublich, oder? Na wie denn? Der killt mich doch jetzt. Vielleicht macht er jetzt weniger. Ich kann nicht mehr. Was ist hier los, ey? Oh. Vielleicht wirklich erstmal eine kleine Runde EVs trainieren. Die Attack runternehmen. Und irgendwie alles in Def und HP. Ich weiß es nicht. Was denken ihr? Ja, oder Special Death. Oder halt, wie gesagt, HP halt. Also, HP auf jeden Fall. HP und Special Death, ja. Wir das machen? Was bräuchte ich denn dafür Pokémon? Gibt es hier welche auf der Insel, die sich dafür eignen? Tentacool, war das nicht? Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr. Ne, ich habe keine Ahnung, welches Pokémon was gibt. Seht ihr hier irgendwas, was ich anbieten würde? Penta ist Special Death. Okay. Und haben wir noch irgendwas anderes, was hier viel rumläuft, was HP gibt? Numel? Numel könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht Death oder HP gibt. Also ich mache jetzt erstmal die Aufnahme aus für YouTube. Und wir machen jetzt mal hier ein bisschen EV-Training und dann mal schauen, ob wir heute nochmal das Turnier weitermachen oder ob wir dann das nächste Mal weitermachen. Ne? Aber YouTube, wir sehen uns das nächste Mal. Twitch kann auch gerne dabei bleiben und wir arbeiten jetzt mal noch ein bisschen dran. Ne?